Dieser dramatische, vor allem aber sehr mutige Einsatz der Marinehubschrauber ist nicht die einzige bleibende Erinnerung für den Genossen Knut Binzinger. In aller Öffentlichkeit durfte er schon einige Male mit seinen Genossen fliegerisches Können demonstrieren. Zum Beispiel bei Flottenparaden an Jahrestagen der Deutschen Demokratischen Republik in Rostock oder beim Manöver Waffenbrüderschaft, bei dem die friedenserhaltende Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft der Armeen und Flotten des Warschauer Vertrages überzeugend zum Ausdruck gebracht wurde. Eine neue Übungsaufgabe. Lasten sind an ein Hilfsschiff der Volksmarine zu übergeben. Dabei hat der Bordtechniker eine wichtige Funktion. Er muss den Hubschrauberführer so dirigieren, dass der die Maschine genau über dem Schiff in die Standschwebe bringen und halten kann. Dann erst kann er den Bordkran bedienen. Eine unerlässliche Aufgabe der Marinehubschrauber bleibt die Rettung Schiffbrüchiger. Sie werden zum Training von Kampfschwimmern dargestellt. Heinrich Binzinger war bei Rettungsaktionen dabei. Jetzt mal abgesehen von dem Wintereinsatz 78-79, kann ich auf zwei persönliche Erlebnisse verweisen. Das war einmal, als auf der Insel Hiddensee ein Mann von der Stahlküste abgestürzt ist. Und das zweite Mal war ebenfalls auf der Insel Hiddensee mit einem älteren Ehepaar. Die haben wir ebenfalls ins Krankenhaus in Stralsund geflogen. Deshalb zählt zu unserem Ausbildungsprogramm das ständige Training von Aufgaben der Bergung und Rettung von Menschenleben auf See. Nicht selten durchleben die Flieger selbst gefahrvolle Augenblicke. Jeder Mensch erlebt neue Situationen, die ihm im ersten Augenblick unheimlich vorkommen und Angst erzeugen. Man wird damit fertig, wenn man Qualitätsarbeit leistet, damit Vertrauen in die Technik hat und vor allem in das Kollektiv, meinen Hubschrauberführer, die mit mir diese Technik täglich meistern. Trotzdem taucht die Frage auf, was passiert, wenn ein Triebwerk ausfällt. Es sind zwei. Wenn eins davon ausfällt, ist der Hubschrauber so konstruiert worden, dass das zweite Triebwerk die Arbeit des anderen mit übernehmen kann. Und wenn nun beide Triebwerke ausfallen, was wir nun nie hoffen wollen, kann der Hubschrauber eine Art Segelflug übergehen. Also wir sagen dazu Autorotation. Es wird immer noch eine sichere Landung. Unser Marinehubschrauber-Geschwader trägt den Namen Kurt Bartel. Wir ehren damit den namhaften proletarischen deutschen Dichter, der viele Jahre in Rostock arbeitete. Ich hatte selbst mit anderen Genossen unseres Geschwaders die Gelegenheit, in Ralswiek die Aufführung der Störtebeker Ballade mitzuerleben. Zu jeder Zeit befinden sich einige Besatzungen und Maschinen des Geschwaders im diensthabenden System. Das bedeutet ständige Bereitschaft, um in wenigen Augenblicken starten und Gefechtsaufgaben erfüllen zu können. Das gut funktionierende diensthabende System, das ist eine Vorbedingung, um vor überraschenden Anschlägen auf den Sozialismus jederzeit gewappnet zu sein. Ein neuer Einsatz im Küstengebiet steht bevor. Daheim warten Silvia Binzinger und seine beiden Jungen, Steffen und Martin, auf den Vati. Wir wollten wissen, was er seinen Kindern für ihr weiteres Leben wünscht. Einmal, dass sie von Frieden aufwachsen, was ja eben in unserer Zeit wirklich, kann man ruhig sagen, auf Messerscheide steht. Dafür bin ich auch Soldat, dass sie im Frieden bleibt. Und wünschen würde ich ihm vor allem, dass sie anständige Menschen wären. Wünschen würde ich ihnen noch, dass sie einen Beruf erlernen können. Dass sie
Kinder großziehen, die ebenfalls im Frieden leben können.